Herzlich willkommen beim Angler TV. Eine neue Folge. Wir sind wieder in Norwegen. Wir sind in Mittelnorwegen in der Afjord-Kommune. Heute haben wir was Besonderes vor. Wir wollen auf Pollack angeln mit leichtem Gerät, leichte Spinnenruten bis maximal ein Wurfgewicht von 60 Gramm, 50, 60 Gramm. Wir benutzen heute Gummifische, da zur Methode erklären wir ein bisschen mehr. Wetter sieht heute leider nicht so gut aus. Wir haben ein bisschen Regen. Wir warten aber kurz den Schauer ab und dann fahren wir raus und draußen erzählen wir ein bisschen mehr noch zur Angelei. Olli begleitet mich heute, jo. Begnadeter Spinnfischer. Danke. Und da holen wir einige schöne Fische raus. Hoffentlich. Zielfisch. Erster Pollack, kleine Gummis, maximal 40 Gramm, 50 Gramm reichen bei der Drift locker aus. 12 cm. Sandaal oder Stint-ähnliche, schlanke Gummifische. Und hier ist das Ergebnis. Geht nicht. Schöner Fisch. Ja, Pollack-Angeln ist wirklich eine Spaßangelei. Das ist kinderleicht, das kann jeder. Leichte Bleiköpfe, ein Gummifisch dran. Sag mal kurz einmal was zur Köderführung. Einfach den Gummifisch auswerfen. Gummifisch auswerfen über den flachen Plateaus. Einmal bis zum Grund absinken lassen. Das dauert jetzt ein paar Sekunden. Und dann einfach normal einleiern den Gummifisch. Ganz langsam. Und wenn ein Biss kommt, nicht anschlagen. Einfach reinlaufen lassen. Ganz normal einleiern. So fischt man die gesamte Wassersäule einmal von unten bis oben ab. Ganz langsam. Kinderleicht, das kann jeder. Braucht kein schweres Norwegen-Gerät. Leichte Spinnrute, Zander-Spinnrute von zu Hause reicht aus. Ja, der Regen hat aufgehört. Wir sind jetzt draußen auf den Pollackbergen. Hier mit einem Berg von 11 Meter Tiefe. Sebastian Boch von Ferienhäuser Boch, der uns begleitet bei unserer Tour, hat gerade eben schon den ersten schönen Pollack gefangen. Zwei fette Makrelen sind noch gekommen. Eine bei Olli und jetzt werde ich auch meine ersten Würfe machen mit einem schlanken Gummifisch und da hat Olli auch schon den ersten. Ich würde auch mal sagen, da angel ich gleich mal mit. Das sind Makrele. Makrele? Ja, eine Makrele. Wir hier auf den flachen Bergen haben wir eben auch Köderfische, Makrelen, netter Beifang und halt richtig schöne Pollack. Danke. Ja, und richtig fette Makrelen hier in Norwegen. Makrelen, oder? Sind wir jetzt mal die Makrelen da? Das sieht man selbst. Vor großen Gummifischen schrecken die nicht zurück. Richtig schöne Makrelen. Ja, war schon der erste Anfasser. Thank you.
Seelachs. Ja, auf dem 11-Meter-Berg hat es relativ zügig geklappt mit dem Pollack. Der zweite, einen hatte Sebastian ja gerade eben schon. Ja, ein schöner Pollack. Spaßangelei mit leichtem Gerät, Bombenwetter, kurze Anfahrtzeiten. Ja, gerade läuft es richtig rund. Olli drillt gerade im Hintergrund. Ich habe hier auch einen schönen Pollack gefangen. Ich schätze mal Mitte 60 cm. Auf einem kleinen Gummiwurm am 50 Gramm Kopf, ein Doppelgänger von Eisele. Funktioniert auch, einfach durchgeleiert hier über den Bergen von 11 Meter Tiefe. Perfekt, Spaßangelei am leichten Gerät. Das machen wir jetzt noch weiter und jetzt landen wir erstmal den Fisch von Olli. Da kommt was. Schöner zu sein. Ja, schöner Pollack. Schönes Tier, so um die 65 würde ich sagen. Toller Drill. An der 40 Gramm Route macht das natürlich nochmal so viel Spaß. Ja. Ja, nochmal kurz was zu den Ködern, die wir benutzen zum Pollack-Angeln. Wir haben hier in der Afrika-Kommune relativ schlanke Gummis genommen, die immer laufen beim Pollack-Angeln. Die Farbe hat, glaube ich, nicht so einen großen Unterschied gemacht. Wir haben auf natürliche Töne gefangen. Wir haben aber auch auf ja, grelle, pinke Töne gefangen. Du hattest, glaube ich, auch so einen pink, ja, diesen hier. Pink-gelben oder würde ich mal sagen, ungefähr. Ganz genau weiß man sich, was für eine Farbe das ist. Aber ja, die Farbe hat nicht so einen Unterschied gemacht. Das Wichtige ist halt beim Pollack-Angeln, dass sie schlank sind, von der Größe von ungefähr 10 cm bis maximal 15 cm. Und in Bleiköpfen, wir haben Plätze befischt, die zwischen 10 und 20 Meter tief waren. Da kommt man mit Gewichten von 30 Gramm, teilweise auch, wenn man wenig Drift hat, mit 20 Gramm aus. Wenn man viel Drift hat, kann man hochgehen bis auf 50 Gramm. Die Köder, wie gesagt, wir haben hier mit Schaufelschwanz-Gummifischen gefangen. Teilweise welche, die so einen kleinen Fischschwanz haben, die so eine leichte Vibration noch im Wasser erzeugen. Ich hatte hier nochmal einen Hajik ausprobiert, hat auch gefangen. Dann mein Geheimköder, der, wo mich alle auslachen. Olli hat gesagt, was ist das denn? Mini-Doppelgänger am 50 Gramm Bleikorb habe ich schon in Südnorwegen schon super gefangen mit einem braunen Doppelgänger. Jetzt habe ich es hier mal mit einem pinken probiert. Hat auch funktioniert, habe ich auch einen 70 cm Pollack drauf gefangen. Lief eigentlich ganz gut. Ja, Olli, deine Köder, was war bei dir am besten? Ja, wie gesagt, Bleiköpfe, 30 Gramm, 35, 40 Gramm, schwerer braucht man gar nicht. Man lässt den kurz absinken, weil das sind ja Plateaus, die sind vielleicht 10, 15 Meter tief. Und man holt den langsam stetig ein. Und dieser Motoröl, der hat richtig gut geliefert, ist, glaube ich, ein Copito. Diese Farbe war auch okay, aber den mochten sie halt besonders gerne. Der ist auch total zernagelt, wenn man sich den anguckt, oder halt Pinktöne, Pink-Weiß. Ja, oder Pink ist immer in Norwegen rosa, generell, genau. Nicht nur beim Pollack-Angeln, auch beim Heilbutt-Angeln habe ich eine gute Erfahrung mit gemacht. Ja. Eine super Farbe. Ja. Und was auch noch gut lief, ist halt eben, ja, was eben wie Sandaal aussieht, Sandaalmuster in der gleichen Länge. Okay, ja, da haben wir auch noch einen, die liefen auch noch ganz, ganz gut. Die haben halt eben nicht so einen Rundkopf, sondern eher so einen Spitzenbleikopf. Ja. Ja, und wenn man ein bisschen tiefer fischen will, auf Plateaus, die ein bisschen tiefer runtergehen und da es auf Pollack probiert, da stehen manchmal auch noch die besseren, eben von 90 cm Meter Pollack. Da kann man es eben auch ein bisschen größeren Gummifischen noch probieren. Das funktioniert auch. Ja. Ja. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder live aufs Wasser. Nächster Pollack, 50 Gramm, Bleikopf, schwarzen Gummi, noch ein bisschen klein, der geht wieder rein. Ja, schöner Tangdorsch, gerade eben auf einen kleinen Gummifisch, wunderschöne Farbe, knallerot, toller Fisch. Ja,
Beifang beim Pollack-Angeln. Wir sind jetzt den Berg runtergedriftet, haben unten noch ein paar Sicheln gehabt, haben dann mal ein bisschen durchsacken lassen. Und anscheinend stehen da ein paar Küchendorsche. Aber der darf nochmal schwimmen. Das ist der nächste. Schöne Größe. Auf einem ganz kleinen, fingerlangen Gummi. Sehr schön, so kann es weitergehen. Kleiner Pollack, hängt gut, der darf wieder rein. Nochmal kurz was zum Gerät, welches wir zum Pollack-Angeln verwenden. Als Rute eignet sich eine, die ein Wurfgewicht zwischen 40 und 60 Gramm hat. In der Länge von 2,40 Meter, das ist relativ gut eben vom Boot, die darf nicht zu lang sein, dann hat man einen schlechten Winkel. Als Rolle, Stationärrolle, ich habe hier eine 4000er drauf, du hast glaube ich eine... Ich habe eine 3000er. 3000er Olli. Mhm. Ja, also wie gesagt, eine Rolle, Stationärrolle, 3000er bis 4000er. Das Wichtige an der Rolle, die muss eine Bremse haben, die wirklich funktioniert, die butterweich ist, die Pollacks, die erste Flucht ist wirklich brutal, die steigen richtig, richtig doll ein. Ja, eine solide, geflochtene Schnur drauf, Stärke von einer, wenn man kleinere Pollacks erwartet, vielleicht eine 12er, wenn man ein bisschen größere hat, eben eine 15er, 16er, geflochtene darf schon sein in Norwegen. Vorfachmaterial, was man hier verwendet, wie gesagt, wenn man ein bisschen die Inshore-Plateaus oder Berge nimmt, kann man ruhig eine 40er nehmen, wenn man da eben Pollacks erwartet zwischen 50 und 60 cm. Wenn die Pollacks ein bisschen größer sind, 70 cm, was wir gefangen haben, oder eben noch größer, hier schwimmen ja auch welche rum, von 80, 90 cm oder teilweise sogar bis zum Meter, dann darf man schon eine 50er nehmen oder sogar über einer 50er, weil die haben Wumms und wenn da eben unten noch ein bisschen Algen sind, dann macht auf jeden Fall eine 50er oder plus 50er Sinn. Wir verwenden durch beide Fluorocarbon, oder? Ja, das ist jetzt hier von der Marke Savage Gear, aber ist eigentlich egal. Hauptsache der Durchmesser ist ausschlaggebend 0,50 und damit ist man eigentlich auch was sicher. Fluorocarbon, Pollacks sind Augenräuber. Sehen relativ viel, deswegen Fluorocarbon hat ja Lichtbrechungsindex gleich dem oder ungefähr dem des Wassers, macht da Sinn und das ist das Tackle, also stabile Einhänger, dass die nicht gleich aufgehen, ja, mehr braucht man nicht und dann würde ich sagen, gehen wir wieder zurück aufs Boot. Bei jeder Drift ist jetzt Pollack, richtig schöne Angelei, bringt richtig Laune hier. Bombenwetter, wir haben leichten Nieselregen noch, aber und richtig schöne Fische, alle um die 70 cm. Sebastian hat noch erzählt, dass hier auch größere noch stehen von 90 cm. Da kriegen wir dann noch einen. Ja. Wir haben Wumms. Richtig schöner Pollack, der hat den Köder richtig voll genommen. Wieder so ein Bolide. Ah, herrliche Fische, herrliche Fische. Guckt euch die an. 70er Pollack am laufenden Band hier. Wir haben jetzt einige Tage hier in der Afjordkommune auf Pollack gefischt. Es war eine richtig spannende Angelei, eine Spaßangelei. Wir haben flache Plateaus beangelt mit Tiefen von 10 Metern bis 20 Metern. Mit Gummifischen. Wir haben richtig gut gefangen. Wir haben etliche Pollacks bis über 70 cm gefangen. Hat richtig Spaß gemacht. Sebastian, ich habe bei dir gesehen, du hast die Plateaus nicht immer direkt angefahren. Du hast da so einen kleinen Bogen gefahren. Was hat das auf sich? Genau, wie Jesko schon gesagt hat, wir haben sehr flache Bereiche befischt.
Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass besonders die größeren Pollacks sich schnell vom Boot vergrämen lassen. Und dass es oft so ist, wenn man den Berg direkt anfährt, dass nach einer Drift Ruhe ist und keine weiteren Fische ans Band gehen. Aus dem Grund immer ein bisschen um den Berg rumfahren, diese Drift neben dem Berg ansetzen und den Berg aktiv abwerfen. Dadurch hat man halt nicht die Scheuchwirkung und kann dann auch mehrere Fische an einem Berg abgreifen. Der ganz große war jetzt leider nicht dabei. Wir haben trotzdem schöne Fische gefangen, bis, wie Jesko schon sagte, über 70 cm. Beim nächsten Mal holen wir uns dann die ganz großen. Würde ich auch sagen, auf jeden Fall das nächste Mal die ganz großen. Was hat dir am besten gefallen hier bei der Pollack-Angelei? Ja, man braucht da halt kein spezielles Tackle für. Also ein ganz normales Zandergeschirr von zu Hause kann man da verwenden. Also Ruten 240 bis 60 Gramm, normale geflochtene bis 0,15er. Und das reicht eigentlich schon aus. Also man muss da nicht extra sich da mit besonderem Tackle eindecken. Und es macht einfach ultra viel Spaß am Drill. Und gerade die erste Flucht, die Pollacks, die gehen richtig ab. Das hat richtig Laune gemacht hier. Wir haben heute, wie man es vielleicht sieht im Hintergrund oder auch hört ein bisschen, wir haben viel Wind. Ja. Das Schöne an diesem Revier ist, hier gibt es so viele flache Plateaus, wo Pollack draufstehen. Man findet immer einen Ort, wo man sich verstecken kann auch. Richtig. Ein richtig tolles Revier. Es hat uns wirklich Spaß gemacht. Herzlichen Dank, Sebastian. Gerne. Und wem das gefallen hat, das Video, lasst mal einen Daumen da. Gebt uns ein Abo. Vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, dass ihr kein Video verpasst. Und wir waren hier auch in diesem Revier und haben hier nicht nur auf Pollack geangelt, sondern auf andere Fischarten. Wen das interessiert, der schaut mal hier rein. Da verlinken wir uns euch das Video, wo wir Haibut gefangen haben. Da haben wir schicke Rotbarsche gekriegt. Große, richtig, richtig große Dorsche. Das lohnt sich auf jeden Fall auch da nochmal reinzuschauen. Und wie gesagt, dieses Revier, wer mehr darüber wissen will, unten in der Videobeschreibung nochmal reinschauen. Da ist der Link nochmal zu Ferienhäuser Boch. Wieder besten Dank für diese Tour, es war wirklich herrlich. Ja, danke. Das Wetter heute spielt nicht mit, aber sonst hatten wir echt Glück. Wir hatten hier eine richtig geile Zeit. Wie gesagt, vergesst nicht, uns einen Daumen zu geben, das Abo. Bis zum nächsten Mal, euer Jesko. Olli. Und Sebastian. Ciao. Ciao.